In Business TV präsentiert ATV Unternehmen aus Augsburg und Schwaben. Am Puls ist eine Kooperation von ATV und dem Universitätsklinikum Augsburg. Business TV. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Am Puls. Bei uns dreht sich heute alles um die Endoprothetik, also um künstliche Gelenke. Für wen kommen sie in Frage, wo am Körper können sie eingesetzt werden und was für technische Neuerungen gibt es überhaupt? All das wollen wir heute klären und zwar hier am Universitätsklinikum Augsburg. Und zu Beginn wollen wir Ihnen gleich mal zeigen, wie ein künstliches Kniegelenk eingesetzt wird. Wir waren nämlich bei der Operation mit dabei und für alle mit schwachen Nerven und für alle, die kein Blut sehen können, heißt das jetzt mal kurz Augen zu machen. Franz Johann Jungbauer hat gerade sein Vorgespräch für die anstehende Knie-OP. Grund dafür ist eine Arthrose, also ein Gelenkverschleiß. Man sieht es hier auf den Röntgenbildern auch ganz gut, dass hier der Gelenkspalt quasi aufgehoben ist. Da läuft Knochen auf Knochen. Und das verursacht natürlich Schmerzen. Das sticht und es kann passieren, dass ich durchsage, dass ich keinen Halt mehr habe, gerade wenn ich Treppen gehe. Das neue Kniegelenk soll da Abhilfe schaffen. Eingesetzt wird es bei einer ca. einstündigen Operation. In der Operation entfernen wir den zerstörten Knochen und ersetzen den durch Metallteile, sowohl am Unterschenkel als auch am Oberschenkelknochen. Die sind dann mit einem Plastikteil, also einem Polyethylen, verbunden, weil es bessere Gleiteigenschaften hat. Die Bänder werden zum größten Teil erhalten, weil die das Knie weiterhin führen sollen. Es wird quasi nur der verschlissene Knochen ersetzt. Diese Art nennt man bikonduläre Oberflächenersatzprothese. Dabei versucht man, so viel wie möglich vom natürlichen Gelenk zu erhalten. Dr. Förch setzt bei der Operation auf Kameraunterstützung. Wir führen eine Navigation durch in der Operation, wo über eine Infrarotkamera die Landmarken und Gelenkzentren erfasst werden und eben der Operateur unterstützt wird, die Knieprothese ideal einzubauen. Das dauert etwas länger, als wenn man das ohne diese Unterstützung macht. Man hat aber die exakteren Ergebnisse danach. Nach der Operation bleibt der Patient 1 bis 2 Wochen in der Klinik. Danach geht es auf Reha. Und nach rund einem halben Jahr ist das neue Knie voll einsatzfähig. Was man mit dem Knie alles machen kann, hängt auch viel von der Fitnesszustand vorher ab. Wer vorher kein Tennis gespielt hat, wird auch danach kein Tennis spielen mit dem Knie. Wenn jemand sehr fit war und das gut vorher gemacht hat, ist mit einem künstlichen Kniegelenk auch Tennis spielen oder Skifahren möglich. Auf die wiedererlangten Bewegungsmöglichkeiten freut sich auch schon Franz Johann Jungbauer. Also Fußball spielen immer oder Leichtathletik mitmachen, Marathon oder sonst was. Nein, ich fahre dann halt. Ich fahre jetzt auch schon E-Bike und versuche bei jedem Wetter, also jeden Tag mit dem E-Bike zu fahren. Weil es gibt nichts Schöneres, wie auf dem E-Bike aufhocken und die Landschaft anschauen. Herr Jungbauer konnte übrigens bereits nach 8 Tagen das Krankenhaus wieder verlassen und sofort mit der Reha starten. Über das künstliche Kniegelenk haben wir uns jetzt schon sehr gut informiert, aber das Gebiet der Endoprothetik reicht natürlich sehr viel weiter. Und genau darüber sprechen wir jetzt mit Professor Dr. Edgar Meyer. Schönen guten Tag, Herr Meyer. Guten Tag. Sie sind der Direktor hier an der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie, Plastische und Handchirurgie. Wir haben uns, wie gesagt, heute für die Endoprothetik als Thema entschieden, waren jetzt schon beim Knie und das Knie gilt als das komplizierteste Gelenk für solche Operationen. Ist das richtig und warum ist das so? Das ist richtig. Das ist deshalb so, weil das Kniegelenk eigentlich hauptsächlich ligamentär, das heißt durch Bänder, gehalten ist. Dazu kommt die Mechanik des Kniegelenkes. Es ist eine Walze, die auf einer ebenen Fläche gedreht wird und dabei zentriert gehalten werden muss. Das machen eben die Bänder und das muss man bei der Knieendoprothetik rekonstruieren. Welche Gelenke können denn noch künstlich ersetzt werden? Also wo ist die Technik schon so weit ausgereift, dass Sie sagen, da ist es eigentlich problemlos möglich? Der Klassiker ist natürlich das Hüftgelenk. Es folgte dann das Kniegelenk.
heute das Schultergelenk ist sicherlich das dritthäufigst eingesetzte Gelenk. Es gibt auch künstliche Sprunggelenke und künstliche Ellenbogengelenke, wobei die zahlenmäßig noch nicht die entscheidende Rolle spielen und auch in Zukunft meiner Meinung nach nicht die entscheidende Rolle spielen werden. Weil die nicht so gut eingesetzt werden können oder weil die das echte Gelenk nicht so gut ersetzen können? Oder? Also am Ellenbogengelenk ist es so, dass dieses Gelenk natürlich nicht so sehr belastet ist wie das Kniegelenk oder das Hüftgelenk zum Beispiel. Und beim Sprunggelenk ist es in der Tat so, dass hier die Ergebnisse noch nicht so gut sind, dass man das flächendeckend wirklich in vielen Situationen empfehlen kann. Aber bei Knie, Hüfte und Schulter sind die Ergebnisse positiv und ich denke mal, da hat sich die letzten Jahre oder Jahrzehnte wahrscheinlich sehr viel getan und entwickelt. Also es hat sich an den Materialien was getan. Wir wissen heute, was gute Gleitpaarungen sind. Das heißt, wie die Beschaffenheit sein sollte zwischen den einzelnen Gelenkpartnern, die wir ersetzen. Das ist das eine. Wir wissen sehr genau um die Mechanik, die in diesen Gelenken abläuft und die über die Gelenke wieder an den normalen Knochen weitergegeben werden. Das zum Beispiel beeinflusst das Einwachsverhalten und die Standfestigkeit dieser Prothesen. Wir wissen heute sehr viel mehr auch über die Operationstechniken. Auch minimalinvasive Operationstechniken kommen hier in der Zwischenzeit zum Einsatz. Was können Sie denn einem Patienten heute in Aussicht stellen oder versprechen mit einem künstlichen Gelenk? Ist das zu 100% wie ein normales Gelenk dann wieder einsetzbar und wie lange hält sowas? Halten tun künstliche Gelenke heutzutage in aller Regel etwa 15 Jahre. Für die Schulter wissen wir das noch nicht so genau. Hier sind auch momentan die Entwicklungen noch wenige Jahre alt, sodass man da schlecht von einer gesicherten 15-jährigen Standzeit ausgehen kann. Man kann dem Patienten auf jeden Fall versprechen, dass er, wenn er eine ausgewachsene Arthrose hat, danach eine bessere Funktion hat und vor allem die Schmerzhaftigkeit ist aufgehoben. Die Patienten haben danach keine Schmerzen mehr. Und jetzt ist ein Phänomen zu beobachten, Patienten, die wegen einer Arthrose ein zum Beispiel Hüft- oder Kniegelenk bekommen, bewerten die Ergebnisse sehr viel besser als Patienten, die einen Knochenbruch erleiden und dann eine Prothese bekommen. Das Ergebnis, das objektive Ergebnis ist vollkommen gleich. Subjektiv wird es von den Patienten unterschiedlich teilweise empfunden. Okay, jetzt haben Sie die Arthrose schon angesprochen, Sie haben Brüche angesprochen. Was kann noch dazu führen, dass man ein künstliches Gelenk braucht? Es gibt auch Erkrankungen wie zum Beispiel die Rheuma-Erkrankung, die zu einer chronischen Entzündung der Gelenke führt und die dann einen Ersatz eines Kniegelenkes, Hüftgelenkes oder Ellenbogengelenkes notwendig machen. Gibt es denn eine Risikogruppe für künstliche Gelenke? Also Frauen sind häufiger betroffen wie Männer, das wissen wir heute. Je älter ein Patient wird, desto eher entwickelt er eine Arthrose. Das hat ganz einfach was mit dem Verschleiß des Gelenkes zu tun und mit der Reaktion darauf. Es werden genetische Faktoren diskutiert, die zugrunde liegen können für die Entwicklung einer Arthrose. Und dann kommt natürlich dazu die klassischen Gute-Leben-Krankheiten, also sprich die Übergewichtigkeit, der Bewegungsmangel, prädisponiert, eine Arthrose zu erleiden. Gibt es auch Patienten, die ihre Gelenke quasi überbeanspruchen, also dass es bei Sportlern oder so weiter auch häufig vorkommt, dass die künstliche Gelenke brauchen dann? Ja, es gibt es. Ich denke da insbesondere an Karate. Wir haben relativ viele Karatekämpfer, die eben Extrembewegungen im Hüftgelenk machen mit entsprechender Wucht, sodass es hier zu repetitiven Anschlagphänomenen kommt, die dann zum Beispiel das Hüftgelenk schädigen. Ab wann sagt man denn, jetzt ist wirklich ratsam, ein künstliches Gelenk zu setzen? Also zunächst einmal sollten konservative Therapiemaßnahmen ausgereizt sein. Die sollten versucht sein über einen längeren Zeitraum hinweg. Und dann gibt es letztendlich heute, das sage ich meinen Patienten immer, zwei unterschiedliche Entscheidungskriterien, ein objektives und ein subjektives.
Das Objektive wäre spätestens, wenn das Gelenk beginnt, nicht mehr komplett sich durchbewegen zu lassen. Das heißt, wenn wir Beugedefizite oder Streckdefizite haben, so nennen wir das, dann sollte man sich ein künstliches Kniegelenk zum Beispiel überlegen, weil man weiß, dass dann auch die Spätergebnisse nach Implantation einer Knieprothese schlechter werden. Ein subjektives Maß ist, wenn die Arthrose zu einer Einschränkung der Lebensgewohnheiten führt. Das sollte man heutzutage eigentlich nicht mehr akzeptieren. Dinge, die man gern tun möchte, die einem Lebensfreude geben, nicht tun zu können wegen der Arthrose, ist nicht akzeptabel. Gibt es ein zu alt oder zu jung für eine Prothese? Für mein Dafürhalten gibt es eher ein zu jung wie ein zu alt. Wir sehen leider immer häufiger, dass bereits in sehr jungen Jahren Prothesen implantiert werden. Das ist eine Entwicklung der letzten Jahre, die ich persönlich nicht für sehr gut halte. Landläufig heißt immer, ich bin zu alt für eine Prothese. Da muss ich dagegen halten, wenn heute die 98-Jährige stürzt und sich den Schenkelhals bricht, dann kriegt die auch eine Prothese. Also warum sollte der 85-Jährige, der gerne Fahrrad fährt und da seine Lebensfreude draus zieht, nicht mehr Fahrrad fahren, nur weil er eine Arthrose hat? In meinen Augen gibt es also kein zu alt für eine Prothese, sondern es ist immer vom individuellen Zustand des Patienten abhängig und wie er von dieser Erkrankung betroffen ist. Okay. Dann an dieser Stelle recht herzlichen Dank für den Einblick in die Endoprothetik und danke für Ihre Zeit, Professor Meyer. Gerne. Und bei uns geht es jetzt weiter mit dem Gesundheitstipp. Die Ursachen für eine Arthrose, also einen Gelenkverschleiß, können vielfältig sein. Meist sind sie abhängig von Alter und Nutzung der Gelenke. Im Fall dieser Patientin lag es an einem Bruch im Sprunggelenk nach einem Unfall. Man hat meistens bewegungs- und belastungsabhängige Schmerzen. Also es sind selten Ruheschmerzen, wenn dann nur nach einer großen Belastung, dass man sagt, nach dem Arbeitstag kann es abends nochmal eine schmerzhafte Situation geben, die sich dann normalerweise in Ruhe wieder bessert. Das ist ein klassischer Arthrose-Schmerz. Sobald dieser eintritt, sollte man frühzeitig reagieren. Also das Wichtigste ist, dass man es frühzeitig erkennt, dass man erkennt, dass da eine Problematik am Entstehen ist. Und dann ist das Wichtigste wirklich ausreichende Bewegung. Bewegung ohne zu belasten. Also man kann dem Patienten nur empfehlen, möglichst viel spazieren zu gehen, möglichst viel gelenkschonende Sportarten durchzuführen, wie zum Beispiel Fahrradfahren, wie zum Beispiel auch Nordic Walking, solche Dinge, die sind insgesamt gelenkschonend. Schwimmen ist auch eine sehr gute Sportart, um da dem frühzeitigen Verschleiß vorzubeugen. Sollten diese Maßnahmen nicht ausreichen und die Beschwerden zunehmen, steht Krankengymnastik bzw. Physiotherapie auf dem Programm oder auch Akupunktur. Akupunktur führt zu einer Veränderung, Verbesserung der Schmerzwahrnehmung, führt auch oft zu einer Verbesserung der Durchblutungssituation und führt dazu, dass die Patienten sich besser bewegen können, ohne dass sie gleich zu Schmerzmitteln greifen müssten. Mit diesen Tipps können Patienten lernen, mit der Arthrose im Alltag umzugehen und sich damit vielleicht eine Operation ersparen. Und mit diesen Tipps darf ich mich auch schon wieder von Ihnen verabschieden. Das war's mit Ampuls. Wenn Sie diese oder eine andere Folge noch einmal anschauen möchten, dann können Sie das jederzeit gerne in unserer Mediathek tun. Und eine neue Folge haben wir dann ab dem 19. Juli wieder für Sie im Programm. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund.